geht? Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's, wie steht's? Super, aber wie geht's dir? Auch super. Freunde, im heutigen Video werden wir mal wieder zusammen Burger essen gehen. Ich liebe Burger, ihr liebt Burger. Hä? Du liebst Burger? Ja, immer. Wir werden heute einen Burger probieren bei Wing Nation. Hauptsächlich geht's natürlich bei denen um Chicken. Deswegen werden wir uns heute Chicken Burger oder ein Chicken Sandwich gönnen. Viel Spaß in diesem Video. Alter, die sitzen da drin zu dritt. Geil. Richtig süß. Oh, ey, auf einen Schlag bist du im Jahr 1980 oder so, 85, Mann. Ja, Mann. Alter Mercedes, Fiat 500. Bin ich heute wieder dein Uber-Fahrer? Glaube ich schon. Gib mir 5 Sterne, Bro. Paar Künste mit an. Es ist krass, wie man da alles von oben, von der Seite und so sieht. Schon heftig. Hier willst du auch noch drunter sehen. Wie drunter? Was geht bitte ab? Wie will man da das Auto noch anfahren? Eigentlich geht gar nicht mehr, gell? Hä? Stromschlag? Brutal. Ah, ich auch! Kriegt man von Elektroautos Stromschläge mehr, oder was? Freunde, wir sind da. Wing Nation. Schauen jetzt mal rein. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich jetzt auf einen leckeren, saftigen Burger. Ist ja nicht so, dass ich in den letzten 2 Monaten gefühlt 80 Burger gegessen habe. Ein Burger geht immer, würde ich mal sagen. Wann hast du zuletzt Burger gegessen? Freitag. Habt ihr Getränke überhaupt auf der Karte stehen eigentlich? Ich krieg Jackie Cola Spaß. ja, Mann, ich nehme. Warte mal, was ist dieser Elephant Bay Eistee? Ist der geil? Und wie ist euer Homemade Eistee? Ist der eher süß oder eher? Ich würde eher den Elephant Eistee. Dann nehme ich den Elephant Eistee. Zitrone. Sagt man nicht, dass nur Psychos Zitronen-Eistee trinken? Die Karte ist ziemlich einfach strukturiert. Das liebe ich ja. Ich bin absoluter Kartenkritiker. So, man sucht sich einfach aus, wie man die haben will. Ob man sie ohne Knochen haben will oder mit Knochen. Die Wings zumindest, dann die Anzahl, dann nimmt man noch sich eine Soße und ein Dip. Ganz simpel eigentlich. Preislich auch voll okay, also gar nicht teuer für München. Dann gibt es Chicken Burger. Und natürlich sind wir heute hier wegen den Burgern. Wir werden aber auch das Chicken probieren. Also ich denke mal, wir werden einfach ein paar Sachen nehmen. Welcher ist euer bester Burger? Bro, der Barbecue Burger. Barbecue Burger? Ist der scharf auch so? Nein, nicht scharf. Willst du was Scharfes haben? Ja, ich bin halt nicht so der krasse Barbecue-Fan. Okay. Wenn ich so nicht. Ist das eine eigene Barbecue-Soße, die ihr macht? Ja, alles selber. Dann vertraue ich dir, dann nehme ich den. Okay. Ja, ja. Nimmst du den Doritos? Nee, da steht, bei Doritos steht kein Bacon. Okay, nur bei dem Notorious Barbecue Burger. Was wolltest du? Ja, dann nehmen wir Chili Cheese und Trüffel. Okay, ja. Chili Cheese. Welche Wings noch? Lass noch irgendwelche Wings, so 3 oder 6 probieren einfach. Bro, dann entweder Buffalo oder taugt dir scharf, ist die Frage. Es brennt zweimal. Ja, ist nicht gut. Boneless, dann nehmen wir einmal 3 Buffalo. Und was willst du für welche? Ich habe irgendwie Bock auf Teriyaki. Okay. Es ging jetzt alles sehr schnell mit dem Bestellen. Freunde, ganz kurzer Blick nochmal auf die Karte. Also man hat eine große Auswahl an Getränken. Von alkoholfrei bis alkoholisch bis Shots. Also wer es feiert, feiert es. Ich finde es eigentlich ganz cool, den Vibe. So, man kann hierher kommen vom Feiern oder sowas. Dann gibt es 3 Chicken Burger. Es gibt 6 verschiedene Sides. Das heißt, von ganz normalen Pommes über Trüffelpommes, Avocado Fries bis hin zu Krautsalat. Die Waffeln gibt es heute leider nicht. Oder leider ist nicht so schlimm eigentlich für mich, weil ich bin eh nicht so der große Waffelfan mit Chicken. Eieiei, sieht vielversprechend aus. Auf jeden Fall. Stark. So, dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Danke dir. Lasst euch schmecken. Was sagst du, Bro? Lasst uns essen. Sieht überwältigend aus, gell? Freunde, ich sag euch jetzt ganz ehrlich, ich habe mit viel gerechnet, aber nicht, dass es so, so geil aussieht. Vom Aussehen haben die auf jeden Fall schon mal die volle Punktzahl. Wing Nation in München, die können auf jeden Fall Essen so zubereiten, dass es gut aussieht. Stark, sind schon schön knusprig, glaube ich. Sehen Sie so gut? Kommt richtig gut. Echt? Kommt echt geil. Alles gut. Sorry, Jungs. Danke, aber Käse vergessen. Der Koch ist nochmal rausgekommen. Er hat einfach Käse vergessen. Ja, Freunde, wenn man hier reinschaut, Sesam, Schnittlauch, Teriyaki-Soße und Wings. Also, du bist so ein kaputter Mann. Alles gut, Brudi. Die Wings sind gut.
ohne Knochen. Das macht einfach das Essen angenehmer. Die Teriyaki hat schon einen süßen Geschmack. Ich kenne mich nicht aus mit Teriyaki-Soße. Es schmeckt einfach gut. Belassen wir es dabei. Und jetzt würde ich sagen, probiert Arnold den Burger, bevor alles kalt wird. Der Käse wurde noch im Nachhinein gebracht. Dann hat der Koch vergessen, hat sich auch entschuldigt. So, aber der Burger, Freunde, sieht wild aus. Oh, der geile Doritos, Mann. Eieiei, Chips, Guacamole, weiße Ranch-Sauce, Chicken, Zwiebeln. Geil, es wird eine Sauerei bei euch, sag's dir. Egal. Genieß es. Vorbereitung. Eieiei. Eieiei. Das ist echt eine Geschmacksexplosion. Echt? Weiß nicht, ob ich hier gerade Tortilla-Chips mit Guacamole esse oder ob ich einen Burger, der irgendwie so leicht süßlich schmeckt. Er zerfällt auch nicht wirklich, gell? Es geht. Ja, durch die Soße und das durch Guacamole hast du echt ein gutes... Guten Zusammenhalt. Ja. Das Fundament ist auf jeden Fall stark. Trüffelpommes mit Parmesan und Trüffelmayonnaise. Ich bin nicht immer der Riesenfan von Trüffel. Mittlerweile ist es so ein Trend geworden, überall Trüffel drauf zu machen und einfach sagen, es ist lecker. Hier würde ich sofort wieder bestellen. Super gesalzen. Die Pommes sind auch geil. Der echte Trüffel drin ist auch super. Der Parmesan oder was? Ich denke mal, das ist Parmesan. Die können Pommes. Freunde, ich muss sagen, der Burger sieht krass aus. Goldbraunes, einfach perfekt angebratenes Brioche-Bun. Das ist wirklich mit eins der schönsten Buns, die ich je gesehen habe. Wenn wir in den Burger reinschauen, Freunde. Juicy. Wir haben hier Barbecue-Soße, Ranch-Soße, Krautsalat, Bacon, Käse. Ich muss den mal rausholen. Eieiei, es wird eine Sauerei. Schön Chicken unten und unter dem Chicken, wenn man hier schaut, nochmal Ranch-Soße und Barbecue-Dip. Kannst du mal reingehen und fragen, ob sie den Burger noch größer machen können? Bruder, das ist das erste Mal, dass ich nicht abbeißen kann mit meinem riesen Mund. Noch nicht viel vom Fleisch erwischt. Der Burger ist krass, Bro. Der ist wirklich heftig. Die Barbecue-Soße, sehr, sehr wild. Das Chicken ist auch sehr, sehr gut. Also wirklich extra, das will ich noch extra erwähnen, richtig gut. Ich finde es gar nicht trocken, gell? Nee, es ist übelst juicy. Die Panade ist sehr, sehr angenehm, ist knusprig. Der Käse, diese Cheddar-Scheibe drin, die merkt man nicht wirklich. Aber macht Sinn. Der Krautsalat, ich bin ehrlich, bin nicht der größte Krautsalat-Fan. Ich habe Krautsalat auch überlesen. Aber es ist super lecker. Es ist wirklich ein Hammer-Burger. Sehr, sehr krass. Ich muss ehrlich sagen, bis auf dass ich fast eine Dusche brauche nach diesem Burger, ein bisschen dick, aber man squeezt den zusammen, der Geschmack ist geil, die Soßen, das Fleisch, also das ganze Brot auch. Die ganzen, ich sag mal, die ganzen Sachen, die im Burger drinstecken, harmonieren gut miteinander. Der Burger macht auf jeden Fall Sinn. Was hattest du noch gemeint mit der Guacamole? Leicht zu viel für den Geschmack, oder? Bisschen zu viel. Beim Essen merkst du es erst, wenn du ihn in der Hand hältst. Bisschen länger, das squeezt das die ganze Zeit über raus. Lieber ein Ticken weniger, ist vielleicht ein bisschen besser. Freunde, Buffalo Wings. Ihr wisst, ich liebe scharfes Essen. Und zu scharf gibt es für mich selten. Wir haben einmal zu scharf gehabt. In Miami, glaube ich. Aber das werdet ihr noch auf Lukas seinem Kanal sehen. Die Buffalo Wings finde ich gut. Es ist überhaupt... alles, was wir hier auf dem Tisch haben, ist super. Die Ranch-Soße da drin ist ein bisschen nervig, würde ich sagen. Die zieht das Ganze ein bisschen runter, macht es wieder süß. Ich bin einfach der scharfe Typ, es ist nur eine Geschmackssache, die sind super. Was man denen hier lassen muss, die dürfen sich auf jeden Fall Wing Nation nennen. Das Fleisch ist hier überragend. Egal, was für Soßen die benutzen und Dips und ob das alles so perfekt passt. Eine Top-Qualität vom Geschmack und vom Crunch und vom Biss von allem. Was? Bist du schon voll? Ich kann nicht mehr. Wir müssen alles aufessen. Vorher dürfen wir nicht aufstehen, weil sonst regnet es morgen. Hier sieht man es nochmal. Sehr, sehr schön aufgeteilt, wirklich. Chicken, genug drin. Auch gleichmäßig im Burger verteilt gewesen. Man hat in jedem Biss, außer beim ersten hatte ich nicht alles, aber ansonsten habe ich wirklich durchgehend jede Zutat, die im Burger war, auch in jedem Biss gehabt, so gesagt. Auch eine sehr wichtige Sache. So, Freunde, das Essen war gut. Wir haben fast alles aufgegessen. Oh.
Wie war denn das Essen, Bro? Oh, Essen war super. Deine Meinung zum kompletten Laden, komm, hau raus. Bisschen Hipsterladen-mäßig, aber positiv gemeint. Bedienungen super nett, sah sauber aus. Essen hat gut geschmeckt, nur vielleicht weniges, manchmal ein bisschen mehr. Übertreib's nicht so mit dem Bestellen wie dir. Ich kann nicht mehr atmen. Voll, Alter. Was würdest du dem geben von 1 bis 10? 7,9. Stark. Ja, Freunde, Wing Nation in München. Ich muss ehrlich sagen, es war ein sehr, 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 sehr positives, ja, positives Erlebnis in jeder Hinsicht. Die Soßen, die Dips, sehr, sehr geil, einfach sehr, sehr amerikanisch. Ich würde dem ganzen, ganzen Erlebnis auch so eine 7,5, denke ich, geben. Ich muss sagen, der Burger war das Beste an der ganzen Sache. Probiert es aus. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche Läden wir vielleicht noch testen wollen. Es war ein kurzes Video, Kuss geht trotzdem raus. Folgt Arnold auf Instagram und was wollte ich noch sagen? Das Video liken, kommentieren, abonnieren den Kanal. Servus. Und das Intro werde ich nochmal machen, weil es war absolut besch. Der Burgerlehrer. Freunde, im heutigen Video. Freunde, im heutigen Video werden wir einen sehr süßen. Du bist auch süß.